Ja, man könnte tatsächlich meinen, es wäre Montagmorgen. Patricia hat nichts zu tun. Hallo. Naja, ich mach's mir halt gerade nett, ne? Ich habe schon Sport gemacht heute Morgen, schneide jetzt das Video, werde dann Mittagessen machen. Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Ist ja noch Essen da, brauche ich gar nicht kochen. Auch schön, ne? Also schneide ich jetzt das Video und habe jetzt hier mal wieder so ganz lässig meine Beine auf den Tisch gelegt. Also ich glaube, je sportlicher ich werde, umso lässiger funktioniert das mit den Beinen auf dem Tisch. Muss man ja mal sagen, ne? Wenn die Beine nicht mehr ganz so schwer sind, kann man die auch leichter darauf ablegen. Muss ich ja mal ehrlich zugeben. Lichtverhältnisse sind jetzt hier gerade so ein bisschen. So, müssen wir mal von vorne anfangen jetzt? Nö, ne, aber geht das, oh, das geht so rum, geht das auch. Das habe ich ja letzte Woche schon festgestellt, dass das nicht so vorteilhaft aussieht. Außerdem ist es jetzt hier im Hintergrund irgendwie alles ziemlich schnackig. Da ist mein Regal, was mir übrigens immer noch gut gefällt, muss ich sagen. Ist jetzt nicht der Oberburner, aber ich finde es noch ganz schön. Ja, heute habe ich noch ein bisschen was zu tun. Nichts, was man jetzt großartig berichten könnte. Ich habe mich dann das Wochenende noch mal wieder so ein bisschen mit Twitch beschäftigt. Ich finde das sehr spannend. Also ich mag ja YouTube. Also wenn ich mir überlege, welche von den Social Medias mir am besten gefällt, ist es einfach tatsächlich YouTube. Facebook habe ich eigentlich komplett abgelegt. Da gucke ich immer nur mal rein. So pflichtbewusst, wenn irgendwie Nachrichten da waren, weil ich mir denke, ja, bist du mal nett, guckst mal rein. Instagram nutze ich halt eben viel, um zu gucken. Ich krieg's aber irgendwie nicht geschissen, meine Bilder zu posten. Da sind ganz viele, die schon im Ordner sozusagen sind, die ich nur noch posten muss. Aber so wie jetzt, wo ich jetzt gerade dran denke, kann ich es natürlich nicht machen, weil ich das Handy gerade in der Hand habe. Und wenn ich das jetzt hier weglege, weil ich mit der Aufnahme fertig bin, dann vergesse ich es garantiert wieder. Ja, sonst könnte ich halt eben öfter mal Bilder bei Instagram posten. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Aber das ist auch schön da, sich das anzugucken bei anderen. Nur auf meine Bilder kriege ich natürlich keine großartigen Reaktionen, weil die jetzt auch nicht so übermäßig sind. Also natürlich nicht. Da kriege ich natürlich das eine oder andere Like, ja, schön. Aber da findet keine Kommunikation in dem Sinn statt. Bei meinen Videos hier findet ihr wenigstens ein bisschen Kommunikation statt, weil ich halt ja nette Kommentare kriege. Das ist natürlich sehr schön. Und irgendwie macht es mir halt am meisten Spaß, das so zu machen. Wobei ich ja letztes Mal schon gesagt habe, ich habe keinen Bock auf Schneiden, weil ich da, ach, dann weiß ich nicht, nö, ich drehe das halt eben gerne, erzähle das, was ich loswerden will oder zeige das, was ich zeigen will. Aber das ist noch so nett aufrüschen, der Zeitpunkt ist für mich irgendwie auch vorbei. Darum wäre ja Livestream eigentlich auch nett, ne? Man kann halt auch auf YouTube live gehen. Aber das ist dafür natürlich nicht so richtig geeignet. Ne? Also häufig hat man halt so einen Versatz zwischen Stimme und Bild. Also ne, wenn das, oh, sorry, wenn das nicht so richtig zusammenpasst, ist das irgendwie auch mal doof. Und ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Also ich glaube, ich fände Twitch, das ja nun extra dafür gedacht ist, eigentlich echt cool. Würde es gerne mal. Ich habe gestern dann einmal mit dem Handy nur so eine kurze Testaufnahme gemacht. So 20 Sekunden oder so und war halt sofort online, ne? Also ohne wilde Werke, mit dem Handy natürlich. Wenn man es über den Rechner macht und wenn man halt noch eine Facecam sozusagen zusätzlich haben will, was die meisten Streamer, die das natürlich teilweise auch hauptberuflich machen, natürlich haben und eine zusätzliche Facecam. Das finde ich auch gut, dann sieht man halt eben, was man zeigt und man sieht halt eben die Kamera dann aufs Gesicht. Habe ich aber in meinen Videos teilweise auch gemacht, dass ich dann mit zwei Kameras gefilmt habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Bei den Nagelvideos war das teilweise, dass ich dann noch eine zweite Kamera hatte, in die ich dann gesprochen habe, wenn ich halt was Direktes sagen wollte und mit der anderen Kamera halt eben die Sachen aufgenommen, die ich gemacht habe. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ist auch beim Schneiden extrem aufwendig und man hat doppelt so viel Datenmenge. Ist ja auch klar, ne? Zwei Filme gleichzeitig. Ja, also das sind so die Dinge, mit denen ich mich gerade mal wieder so ein bisschen beschäftige. Ist halt mal wieder was Neues, wisst ihr ja, macht mich dann irgendwie immer an, wenn ich sowas Neues entdecke. Es ist ja nicht neu, aber für mich ist es neu entdeckt. Und da bin ich ja dann irgendwie immer total on fire, da mal irgendwie was zu machen. Bin dann natürlich viel zu alt. Wahrscheinlich treibt den Altersschnitt dann gleich um mindestens 10 Jahre nach oben.
Aber ja, ich würde es schon feiern dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, sorry. Muss ich das rausschneiden? Ich weiß nicht genau. Ja, aber da, ich habe schon wieder geschmatzt, glaube ich, ne? Furchtbar. Ich glaube, ich bleibe da dran. Also ihr werdet das sicherlich mitkriegen, wenn ich da. Ansonsten, ach so, genau, das wollte ich sowieso noch sagen. Ich habe ja den Kanal umbenannt. So ganz heimlich sozusagen. Weil mich dieses Patrizia Beats irgendwie schon länger gestört hat, weil ich ja gar keine Beats, also keine Glasperlen mehr mache. Und der Kanal ist ja irgendwann mal entstanden, weil ich halt ja Tutorials für Glasperlenmacher machen wollte und damit angefangen habe, da ja auch super viel Spaß dran hatte. Das kam jetzt nicht so gut an, aber egal. Also intern in dieser Glasperlenszene. Das ist auch ein anderes Thema. Und darum hieß der Kanal halt Patrizia Beats. Weil diese handgemachten Glasperlen nennt man eben Beads. Und da ich das ja schon lange nicht mehr mache, habe ich mal, ach egal, der Kanal bleibt jetzt so, soll so bleiben. Hat sich aber dieses Patrizia Kreativ schon länger so in meinem Kopf irgendwie geformt, weil ich gedacht habe, ich würde mich, also ich hätte gerne meinen Namen Patrizia mit in dem Kanalnamen sozusagen drin. Und was beschreibt es denn dann, ne? Ja, und Patrizia Kreativ fand ich jetzt eigentlich in einem Wort geschrieben, einfach total einfach. Und habe dann, als ich diesen Twitch-Kanal gemacht habe, also einfach nur mal eröffnet habe, damit ich mir halt auch Sachen angucken kann und so, beziehungsweise auch verfolgen kann. Und also ich glaube, angucken kann man sowieso immer, habe ich mich da einfach gleich Patrizia Kreativ genannt und habe in dem Moment gedacht, das ändere ich bei den anderen auch. Und habe das schwuppdiwupp, ohne nochmal genauer drüber nachzudenken, direkt bei Instagram und hier bei YouTube geändert, Patrizia Kreativ. Und es fühlte sich so an, als ob es so sein muss. Also ich dachte mal, ich würde diesen Patrizia Beats irgendwie hinterher heulen, aber nö, gar nicht. Bin sehr happy damit. Also wird so bleiben. Wenn also jemand neugierig ist und bei Twitch einfach mal gucken möchte, da ist noch nicht viel zu sehen, außer mein Name und dieses Testvideo. Wobei das auch wahrscheinlich nicht ewig da, das wird ja irgendwann wieder gelöscht. Ich weiß es nicht genau. Das habe ich, ne? Also irgendwann ist das nicht mehr zu sehen. Aber falls ihr mal einfach gucken wollt, Patrizia Kreativ. Ganz einfach. So, jetzt muss ich mein Video weiterschneiden hier. Ich habe schon wieder 7,5 Minuten rumgelabert. Das ist unglaublich, wie man so lange am Stück einfach so quatschen kann, ne? Good morning. Ich habe mal wieder mein Handy mit hochgebracht, weil ich mal wieder Fotos machen wollte. Einfach nur so als eventuell irgendwann mal, vielleicht hoffentlich, ganz bestimmt Vorher-Nachher-Vergleichsbilder. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was jetzt passiert ist nach den letzten Fotos, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es schadet ja nicht, wenn ich mal wieder welche mache. Ich glaube, ich habe die gleichen Klamotten an, gleiches T-Shirt, gleiche Sporthose. Ich hatte einfach Bock, das mal wieder zu machen und ich finde, ich sehe trotz, dass ich noch ungewaschen bin, heute Morgen ziemlich hot aus. Ich wollte eigentlich sagen, ziemlich gut aus. Okay, lassen wir das. Also ich mache jetzt ein paar Fotos, dann mache ich Sport. Und dann duschen, Haare waschen und so weiter. Mir ist gerade eingefallen, ich habe ja jetzt eine Uhr und habe jetzt so einige Fotos mit dem Auslöser der Uhr gemacht. Das ist natürlich cool, hat man halt eben die Hände frei und kann sich dann so mit 3-Sekunden-Timer so frei positionieren. Und währenddessen fiel mir ein, ach nee, ich wollte ja Fotos machen, die realistisch sind. Macht ja keinen Sinn, sich dann so wie jetzt hier so schön. Geht noch ein bisschen mehr, glaube ich. Sich dann so schön schlank zu präsentieren. Dass er ein bisschen den Bauch einzieht. Ne, so, Schulter noch ein bisschen. So. Das wäre schon mal okay, ne? Wäre ich ja schon mal zufrieden. Sind locker mal 15, 20 Kilo weggeschummelt. Naja, vielleicht nicht ganz. Oberschenkel, na gut, sagen wir mal, sind 10 Kilo weggeschummelt. Ich erinnere euch dran, wenn es soweit ist. Jetzt aber wirklich. Wenn man die Kamera anmacht und denkt, was sitzt denn da für ein Wischmopp? Nur geföhnt.
nicht weiter gestylt, auch immer noch nicht geschminkt. Ja, ich sitze jetzt hier und muss meine Nägel machen. Die sind also auch schon mega, mega. Kann man es überhaupt erkennen? Ja, mega. So sieht man es genau. Mega rausgewachsen. Ist auf jeden Fall überfällig. Ich habe zwar, naja, klar, habe ich schon Zeit heute. Boah, ist das staubig da hinten. Sieht man so richtig hier, ne? Da. Alter, Falter. Ja, da vorne lege ich mal was hin. Und, aber so, ich schwöre, so in echt sieht das nicht so aus wie jetzt hier. Das ist irgendwie noch krasser. Oh mein Gott. Ja, okay, ich werde mir auf jeden Fall eine Folge Revenge anmachen. Oh, noch 1% Akku. Fuck. Da muss ich gleich erstmal das Kabel holen. Okay, während ich runterfeile, mache ich sowieso das Absaugdingens hier an. Da kann ich eh nichts gucken. Und dann, ja, Nägel. Und so, das ist ja mal spannend hier. Wir sind jetzt im Autokino und warten jetzt auf Einweisung. Da wir ja nicht so ein kleines Auto haben, werden wir natürlich jetzt hier schon gleich hinten eingereiht. Macht aber auch nichts. Also, weil wir sind, haben wahrscheinlich... Wo schickt er uns jetzt hin? Also, wir dürfen natürlich nicht in die zweite Reihe von den großen Autos. Denn ich will jetzt da gleich neben dem da nicht stehen. Der Bus muss ganz nach außen. Na, uns wird er doch hoffentlich nicht da, ne? Oder? So, ich versuche mal zu filmen, ohne großartig Kennzeichen zu zeigen. Also da vorne ist die Leinwand und die kleineren Autos fahren da jetzt alle nach vorne und wir stehen jetzt hier an der Warteschlange von den größeren Autos. Ich bin mal gespannt. Jetzt machen sie eine zweite Reihe auf da hinten. Aber das ist auch ein Bus. Achso, die stehen vielleicht auf Lücke? Keine Ahnung. Also ich will da neben den Schwarzen. Da kommt der Rote und dann kommen wir. Das, so hätte ich das gerne. Mal gucken. Der Platzanweiser. Okay, also den Platz haben wir nicht gekriegt. Wir mussten jetzt hier doch neben den, ne, lass mal gucken, nicht zu dicht dran, nicht zu dicht dran. Okay, also wir haben unseren Platz, ja, ist jetzt nicht erste Reihe. So, ist jetzt nicht erste Reihe, aber zweite Reihe von den Großen sozusagen. Und es ist aber okay, also ich kann die Leinwand sehen. Jetzt kommt natürlich darauf an, was sich da noch vorstellt. Das kann aber so viel eigentlich nicht sein. Das müsste eigentlich okay sein. Wir lassen uns überraschen. Im Kino begrüßen zu können. Bitte beachtet folgende Sicherheitshinweise. Ihr dürft euren PKW nur im Notfall oder wenn ihr mal zur Toilette müsst verlassen. Bitte tragt hierbei eine Mund-Nasen-Maske. Im Hinblick auf Programmstörung und Anlieger bitten wir euch außerdem darum, auf das Hupen zu verzichten. Wenn wir noch ein bisschen Musik beschallt hier. So, es wird voller und voller. Das ist schon irgendwie cool, wenn man hier so sitzt und so schön in den Abendhimmel guckt. Darauf wartet, dass der Film anfängt. Das ist schon irgendwie eigentlich netter als in so einem dunklen, muffigen Kino, muss ich sagen. Es ist nur mein muffiger Mann hier neben mir, aber ansonsten ist alles schön. So, ich mache jetzt hier mal die Videoaufnahme ein bisschen tiefer, sonst sieht man die Kennzeichen. Das ist jetzt sozusagen der finale Blick. Vielleicht kann ich da immer einen Finger vorhalten. Ah, da ist ja viel fingerscharf, das macht doch keinen Sinn, ne? Und die Reihe vor uns war nämlich frei, ne? Also die haben praktisch die Großen erstmal hinten abgestellt, haben dann vorne mit den Kleinen die Reihen voll gemacht. Und das durften wir aufrücken. Ja, ist ganz nett. Jetzt ist der Blick tatsächlich noch ein bisschen besser. Noch ein Tucken näher dran auch, ja. So, jetzt packen wir schon mal das Essen aus. So, das sieht doch gut aus, ne? Das Essen ist aufgetischt hier. Salat, Bagel, das ist noch mein Nachtisch. Quark mit Birne. Was zu trinken. So, Hallöchen. Ich habe gedacht, ich melde mich jetzt mal kurz, bevor ich hier mit dem Sport loslege. Ich habe mich jetzt irgendwie, glaube ich, die letzten Tage gar nicht gemeldet. Oder jedenfalls nicht so richtig. Gab jetzt auch irgendwie nicht so richtig zu berichten. Oh. Und ein bisschen Licht rein. Also ich kann das nicht ab, wenn das zieht. Darum mache ich die anderen Fenster mal alle zu. Und da unten steht schon unser Wohnwagen. Wir fahren dann ja jetzt übers Wochenende weg mit Freunden auf dem Campingplatz. Ja, das ist alles erlaubt.
Ich werde auf jeden Fall berichten, wie das dann genau so alles ist und funktioniert und so. Die Duschräume sind auch offen. Das war zumindest jetzt so bekannt gegeben. Ich auch ein bisschen erstaunt, weil im Fitnessstudio ist es ja zu, aber im Fitnessstudio sind es natürlich offene Duschen und auf dem Campingplatz sind es ja so einzelne Kabinen. Ich vermute mal, dass da der Unterschied irgendwie liegt. Ja, es hieß wohl irgendwie nur, dass man nur Zähne putzen, nur nicht im Waschhaus machen darf, sondern nur im Wohnwagen. Aber ich meine, wenn das alles, also und abwaschen, weiß ich auch nicht genau, weil in den Abwaschräumen, nennt man das so? Sieht gerade komisch aus, ne? Weil ich mich so nach unten bücke und meine Schuhe anziehe. Die Waschbänke sind ja auch immer so ziemlich dicht zusammen. Und da ist es dann natürlich gerade jetzt am Wochenende, wenn viele Leute da sind, dann waschen die natürlich immer alle zusammen zur gleichen Zeit ab. Das ist immer recht voll. Also das würden wir dann wahrscheinlich auch eher bei uns dann auf dem Platz machen. Ja, und es finden natürlich auch keine großartigen Veranstaltungen statt auf dem Campingplatz. Ist dann halt so. Macht auch nichts, da müssen wir halt selber Spaß machen. So, jetzt mache ich aber erstmal für mich Spaß, nämlich hier beim Sport. Mal gucken, was soll ich euch mal erzählen, was dran ist heute. Ich muss selber erstmal gucken, was ich mit Manuel auf der Matte veranstalte heute. Gestern hatten wir Rücken und Bizeps, glaube ich. Rücken und Bizeps. Heute ist Donnerstag. Beine und Po. Beine finde ich normalerweise nicht so schlimm, weil ich natürlich Beine, muss ich auch ehrlich zugeben, nicht so tief runtergehe wie er, wegen meinem Knie, weil ich da so ein bisschen Sorge habe. Po ist auch echt böse. Was kommt dann Freitag? Schulter und Trizeps. Schulter und Trizeps mache ich eigentlich ganz gerne, aber da es gestern obere Rücken und Bizeps gab, wäre es jetzt doof. Also habe ich jetzt keine andere Wahl, als Beine und Po zu machen. Macht ja nichts. Dann mache ich das jetzt. So. Ja, Freitagmittag. Wir sind unterwegs in den Pfingsturlaub. Frank hat mich bei der Arbeit abgeholt. Natürlich hat er mir schon um 12:30 irgendwie geschrieben, ich stehe schon hier draußen, wo ich mir denke, ich muss bis um 1 arbeiten. Wochenende gutes Wetter werden. Also zumindest nicht regnen, das ist schon mal viel wert. Und auch nicht kalt, das ist auch schon mal viel wert. Und wir werden uns da schon nett machen, trotz der ganzen Beschränkungen und nicht stattfindenden Veranstaltungen und so. Mein Gott, da machen wir uns unsere Veranstaltung eben selber. Wir kriegen das schon hin. So, eigentlich ist es jetzt schon viel dunkler, als es jetzt hier aussieht. Aber ich wollte einfach mal ganz schnell hier so einen kleinen romantischen Blick über den Südsee. So, ich melde mich jetzt noch mal kurz. Wir haben jetzt noch mal eine kleine Fußgangsrunde gedreht hier, eine Freundin, meine beiden Kinder und die Freundin vom kleinen Kind. Und wir sind einfach noch mal eine Runde um den See gegangen hier. Ist jetzt der Kamera. Oh! 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 Warte! Ihr seid aber richtige Männer, ne? Er hat sie mal durchgezogen. Das war eigentlich nur ein Scherz, aber. Warte, wie ich hier so. Boah, ist das schön auf dem Scherz. Ich bin eine Armbrüderin. Ich bin so gut. Fühlt sich auch nicht ganz so lecker an, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, hier wird so ein bisschen tiefer. Mal rechts, ja. Boah. Oh, das stinkt auch. Oh. Boah, das stinkt echt. Oh, das stinkt noch härter als andere. Das sieht auch. Nee, das sieht mir zu.
Wir sind im Barfußpark. Das ist total cool. Ich habe ja schon ein paar Bilder gemacht. Ich zeige euch ein bisschen was. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier mal in der Nähe ist. Ist jetzt kein Hightech, super, mega, tralala. Aber es ist schön gelegen hier. Und also meine Kinder haben Spaß. Und die sind über 20. Und mit kleineren Kindern hat man auf jeden Fall richtig Spaß. Also es ist echt schön. Kann man, wie gesagt, wenn man auf das High-Level-Erlebnis steht, ist das vielleicht nichts. Aber wenn man so ein bisschen Lust auf was Nettes mit der Familie hat und sich ein bisschen Zeit nimmt, finde ich das wirklich ganz schön. Jetzt haben wir da gerade so eine Scheibe, ich drehe mal um hier. Soll ich verlaufen oder was? Warte kurz. Jonas, ruf mal! Hallo! Willst du mal da weg? Na, weil ihr so langsam seid. Strich machen. Das Essen ist jetzt auch besonders schwer, ne? Jan, wisst ihr, was ihr da machen? Ja. Was müssen wir da machen? Ich muss noch mal so ein bisschen Waldvideo machen hier. So cool. Da gehen die Wege da hinten so ein bisschen. Sind wir irgendwie schon so und so und so lang gegangen und jetzt hier rum. Das ist echt schön. Ist natürlich auch so ein kleiner Waldlehrpfad irgendwie integriert, wo man dann halt immer mal so ein bisschen sich weiterbilden kann. Also Baumscheiben und wow. Also Leute, ich bin so froh, dass ich meine Schuhe mitgenommen habe. Meine Restfamilie, die laufen hier barfuß. Hier ist überall so Rindenbäuchen. Da liegen da natürlich auch mal so Tannenzapfen und mal so gröbere Stück. Ich meine, das sind keine Steine hier, aber das ist schon, wäre schon, ist nicht so meins. Also ich habe zu zarte Füße. Aber macht Spaß. Gut. So, ich muss jetzt mal gucken, dass hier keiner im Hintergrund zu sehen ist. Aber das funktioniert. Wir sind hier mal zum Strand gegangen, also am See. Ich zeige euch das gleich nochmal. Haben uns hier ein bisschen in die Sonne gesetzt. Jetzt ist gerade ein kleines Wölkchen davor, was eigentlich auch sehr angenehm ist. Ich hatte mein Mittagessen mit, ein bisschen Quark mit Obst und Müsli. Die Kinder baden gerade und es ist eigentlich fast so wie immer. Es ist halt eben Top-Wetter. Das ist natürlich an Pfingsten immer auch voll hier am Strand, am See. Die Leute liegen ja sowieso eigentlich, das habe ich mir gerade so gedacht, die Leute liegen ja sowieso alle weit auseinander. Also man legt sich ja nicht Handtuch an Handtuch mit Fremden. Von daher ist das eigentlich sowieso kein Problem. Also es kommt einem jetzt nicht vor, als wäre hier irgendetwas anders. Ist alles nett. So, ich glaube, ich melde mich noch mal kurz. Also, ihr merkt das vielleicht, es wird langsam wieder Sommer und die Patrizia kriegt es mal wieder nicht so richtig geregelt, mit den Videos weiterzumachen. Das war die letzten Jahre schon immer so, dass das irgendwie nicht hinhaut. Dann bin ich halt irgendwie draußen oder unterwegs und dann kann ich da nicht filmen und irgendwelche interessanten Sachen, die man jetzt so zeigen könnte, mache ich sowieso nicht mehr, ist halt mehr mit Leuten unterwegs. Also aktuell jetzt natürlich nicht so, ne, Corona und so. Aber man ist ja trotzdem irgendwie mehr draußen und dann
Weiß ich auch nicht, denn geht das irgendwie immer nicht so. Also dieses Video wird natürlich hochgeladen und ich blätter halt gucken, wann, wie, wo ich Muße und Zeit und Gelegenheit habe, irgendwie was zu filmen und das dann natürlich auch soweit fertig machen. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass es höchstwahrscheinlich in den nächsten, weiß ich nicht, 2-3 Monaten nicht sehr regelmäßig Vlogs geben wird. Leid mir das tut, ich finde das auch irgendwie schade, aber ich kriege es einfach nicht hin und ich werde mich natürlich nicht bei so einem Wetter wie jetzt 20 Grad regelmäßig da 2-3 Stunden reinsetzen an meinen freien Tagen und die Videos schneiden, das kriege ich irgendwie bringe ich das nicht. sorry. Ich gehe aber davon aus, dass ihr das versteht und es ist ja nicht, dass nichts mehr kommt, sondern irgendwas hat geknallt hier eben. Sondern vermutlich unregelmäßiger. Ja, verzeiht mir. Soll ich hier schon mal Tschüss sagen? Nö, das mache ich dann, wenn ich soweit bin, dass ich mich hinsetze und das Video schneide. Soll ja am Wochenende regnen, dann müsste das ja eigentlich hinhauen. Dann haben wir halt ein längeres Video, macht ja nichts. Wann fällt mir immer auf, dass ich meine Haare färben muss, wenn ich hier sitze, Videoaufnahmen machen will, gucken, wie ich aussehe und dann so den Pony aus der Stirn mache? Oh. Nein, ich wusste es natürlich schon länger, dass ich meine Haare färben muss. Aber gerade eben habe ich wieder gedacht, oh, geht ja wirklich gar nicht. Ja, das ist immer so typisch, ne? Einmal durch die Haare und gucken. Man will ja halt irgendwie wenigstens halbwegs aussehen. Ja, ich habe das Video tatsächlich gerade geschnitten. Bin jetzt durch. Es ist auch nur 26 Minuten lang geworden. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich habe relativ viel gefilmt zwischendurch. Aber dadurch, dass wir unterwegs waren, dann natürlich irgendwie doch nicht. Und ich hatte ja schon in der letzten Sequenz schon gesagt, dass das vermutlich schwierig werden wird mit den Videoaufnahmen. Und natürlich ist es auch genauso. Hat sich bestätigt, wenn gutes Wetter ist und wenn wir draußen sind, dann ist das halt einfach irgendwie blöde. Aber es wird auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Also die nächsten 14 Tage, 3 Wochen vielleicht nicht. Aber irgendwann, also jetzt wird erstmal schlechtes Wetter, aber dann irgendwann werden wir dann an unserem Garten ein bisschen was machen. Ich habe so ein bisschen Pläne gemacht. Ich hatte ja, was heißt ich hatte, ja, das konnte ich ja gar nicht wissen, aber ich hatte so Gartenzeitungen gekauft, als wir Pfingsten unterwegs waren. War irgendwie so ein Pling-Moment, aber ich kaufe mal so eine Gartenzeitung. Und da war tatsächlich, jetzt weiß ich natürlich mal wieder schlechter YouTuberin, ich weiß nicht mehr, wie die Zeitung hieß, irgendeine. Unser schöner Garten oder so. Sie heißen ja irgendwie alle so, ne? Da war jedenfalls ein Beispiel drin für so ein Sommerbeet, Sonnenbeet. Und das hat mir gut gefallen. Also keine Schickimicki-Blumen, sondern sowas ganz Normales, Pflegeleichtes, was in der Sonne stehen kann. Das ist natürlich perfekt, weil wir vorm Haus halt eben ab, weiß nicht, Mittag oder so volle Sonne haben. Da blühen zwar die Hortensien irgendwie wunderschön, aber für alles andere dürfte es zu heiß sein. Und dann werde ich nämlich dann demnächst irgendwann diese Sommerbeetblumen bestellen. Und dann werden wir dann Beet anlegen und haben wir schon Pläne gemacht, wie wir dann eventuell die Hecke mal irgendwie austauschen könnten. Und auch so hier und da möchte ich halt den Garten so langsam mal so ein bisschen zu einem Garten machen. Also nun sind die Kinder ja nun weg. Die haben schon Jahre vorher nicht mehr im Garten Fußball gespielt, aber um meine Uhr will mal wieder, dass ich atme. Die will immer zwischendurch, dass ich atme. Ich will aber jetzt nicht atmen. die haben ja schon lange nicht mehr im Garten Fußball gespielt, aber trotzdem waren immer noch so, ach naja, lohnt sich nicht so. Aber jetzt könnte man da echt mal was machen. Dazu habe ich auch Bock. Zumindest so stückchenweise mal irgendwie anfangen. Und da wird auf jeden Fall irgendwie, also das sage ich jetzt nicht, ich hoffe mal, es bleibt dabei, dass da ein bisschen was passiert. Ich da vielleicht auch ein bisschen was zeigen kann. So, über den Sommer mit meinem Quilt. Dann habe ich zwar zwischendurch, dass ich immer gehen muss, wenn ich die Kamera anmache in letzter Zeit. Furchtbar. Bin auch echt ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Also ich hatte die letzten 3 Tage Kopfschmerzen und habe heute noch so einen Gammeltag, weil ich noch ein bisschen matschig bin. Ne? Ist ja so einmal im Monat. Und dieses Mal war mir besonders matschig. Also es war irgendwie, naja, egal. Den Quilt habe ich ein bisschen weitergemacht. Werde ich natürlich über den Sommer garantiert nicht fertig machen. Das ist schon mal klar. Wir hatten Acrylfarben bestellt. Wir wollen eventuell dann auch mal irgendwann anfangen, wie es ja alle machen, so Steine bemalen und so ein bisschen Deko draußen, Blumentöpfe bemalen und so. Biene Brändle lässt grüßen. Ich finde die einfach genial, die Frau. Ich würde am liebsten alles genauso nachmachen, wie sie das hat. Also 1:1. Ich würde die einzelnen Fliesen, die einzelnen
Bemalung, alles, was sie hat, würde ich genauso übernehmen. Gut, ist vielleicht ein bisschen bunt, aber generell mag ich das. Ich will das alles haben. Nicht ganz so, wäre echt ein bisschen viel jetzt hier so in der Ecke, wo wir wohnen. Aber so ein bisschen dekomäßig möchte ich halt irgendwie was machen. Und ein bisschen farbig und ein bisschen nett. Irgendwie muss nicht alles perfekt zusammenpassen, aber ich habe schon so ein bisschen Gefühl dafür, was ich mag, glaube ich, inzwischen. Mir so ein paar Sachen angeguckt und mal gucken. Ja, viel erzählt, nichts gesagt, ne? Das ist ja, manchmal kann man das ganz gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich sage jetzt mal Tschüss einfach, ne? Sind schon wieder 4 Minuten, bla bla. Ich sage einfach mal Tschüss. Wünsche euch mal vorsorglich einen schönen Sommer. Ich bin mir sicher, wir werden uns sehen zwischendurch. Aber ich weiß nicht, wie oft und ich weiß nicht, wie lange. Und jetzt ist es Juni. Ich wünsche euch einen wunderschönen Juni. Bleibt gesund. Immer schön darauf achten, die Regeln einzuhalten und so. Also ich bin dafür, sich daran zu halten. Bleibt gesund. Und ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.